Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und heute geht es um die Beats Fit Pro. Das sind echte True Wireless Earbuds, also es gibt kein Kabel zwischen den einzelnen Earbuds. Die Kopfhörer haben Active Noise Cancelling, Apples H1 Chip wie in den AirPods 2, 3 Pro und Max. Außerdem sind sie IPX4 wasserbeständig und natürlich auch schwitzbeständig, genau wie die AirPods Pro. Seit dem 5. November 2021 gibt es die Beats Fit Pro in den USA. Seit dem 28. Januar 2022 auch weltweit. Anders als die AirPods Pro, welche es nur in Weiß gibt, gibt es die Beats Fit Pro auch in Schwarz, Weiß, Steinviolett, Salbei, Grau und das Ganze zum Preis von 229 Euro, also recht ähnlich wie die AirPods Pro. Heute klären wir, wie gut sie wirklich sind, wie die Soundqualität ist, wie der Tragekomfort ist und natürlich auch, ob sie besser als die AirPods Pro sind. Und natürlich klären wir auch, wie gut das Noise Cancelling ist, der Transparenzmodus und wie gut sich mit ihnen telefonieren lässt. Los geht's! Und wir beginnen mit dem Unboxing. Dabei handelt es sich um eine kleine schwarze Verpackung, einen umweltfreundlichen Pappkarton, der trotzdem relativ Premium wirkt. Nicht so wie bei den Sony WH-1000XM4. Ich finde, Sony hat das bei denen nicht ganz so gut gelöst. Apple hier kriegt das besser hin. Und im Karton, da findet ihr die eigentlichen Kopfhörer samt dem Case natürlich. Dazu ein USB-C-Ladekabel. Und das ist insofern bemerkenswert, dass eben kein Lightning-Kabel ist, wie bei allen AirPods-Kopfhörern bislang, aber es sind halt Beats-Kopfhörer. Außerdem gibt es drei verschieden große Silikon-Ear-Tips. Das Ganze ist sehr ähnlich wie bei den AirPods Pro, aber mit klassischem Design, also klassischer Befestigung. Das bedeutet, es gibt eine größere Auswahl, aber die Frage ist, was mit dem Tragekomfort, da diese klassische Befestigung eben ein Stückchen weiter ins Ohr eindringt, eben anders als bei den AirPods Pro, wo Apple eine ganz eigene Befestigung entworfen hat. Na, und natürlich gibt es auch ein paar Anleitungen hier im Paket. Machen wir weiter mit dem Design. Erstmal, wie gesagt, es gibt vier verschiedene Farben. Schwarz, Weiß, Steinviolett, Salbei, Grau. Anders als die AirPods Pro eben, welche mit Ausnahme der AirPods Max nur in Weiß erhältlich sind. Also wer es bunter mag, ist hier bei dem Beats Fit Pro richtig. Kommen wir zur Größe des Case. Das ist etwas größer als das AirPods Pro Case. In allen Dimensionen, Höhe, Tiefe, Breite. Trotzdem ist das Ganze noch relativ handlich. Es passt auch noch ganz gut in die Hosentasche. Auf der Rückseite findet ihr den USB-C-Port zum Aufladen. Die Klappe, die könnte etwas fester schließen. Ich finde hier gerade am Ende, wenn man das zuklappt, das hier ist nicht besonders fest. Die Magnete halten es zwar. Naja, gut. Aber man braucht wohl keine Sorge haben, dass es sich in der Hosentasche öffnet. Da kommt ja auch noch ein bisschen Druck. Auf der anderen Seite, mir ist es auf jeden Fall nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Case der AirPods Pro ein bisschen handlicher. Die Größe der Kopfhörer, das ist alles sehr, sehr ähnlich wie die AirPods Pro, aber ohne den längeren Stummel der AirPods Pro. Dafür gibt es eben so kleine Flexi-Flügel. Die Flügel, die sind recht weich und die sollen eben für zusätzlichen Halt im Ohr sorgen, wenn man die Kopfhörer so reindreht. Andere Kopfhörer bieten solche Flügel auch. Die kann man auch für die AirPods oder AirPods Pro sogar nachrüsten. Ich habe aber keine Ahnung, wie gut solche Nachrüstlösungen sind und was die taugen. Das Besondere an den Flügeln hier bei den Beats Fit Pro ist eben, sie sind weich, sollen sich demzufolge anpassen, also nicht starr wie bei anderen. Und ja, man kann sie auch nicht abmachen, also man kann sie nicht austauschen gegen andere Größen oder so. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Apple-typisch sind die Kopfhörer tatsächlich sehr, sehr gut verarbeitet. Ob es jetzt die Materialanmutung ist, die Spaltmaße, alles wirkt hochwertig und durchaus Premium und dem Preis durchaus angemessen. Viele Konkurrenzprodukte erreichen nicht dasselbe Niveau. Kommen wir zur Bedienung. Anders als die AirPods Pro lassen sich die Beats Fit Pro nicht über den Stummel bedienen. Sie haben ja keinen. Die Bedienung erfolgt über einen Druckknopf an der Außenseite der Kopfhörer, ähnlich wie bei den Beats Studio Buds. Einmal drücken bedeutet Wiedergabe, Pause oder Anruf annehmen oder auflegen. Zweimal drücken bedeutet Vorspringen, dreimal drücken Zurückspringen. Gedrückt halten schaltet zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus um. Die Bedienung funktioniert prinzipiell prima, es ist aber nicht für jedermann gleich angenehm, wenn man auf die Kopfhörer drückt, weil man drückt ja quasi auch immer so ein bisschen ins Ohr rein
Und das kann eben ein bisschen unangenehm sein. Außerdem, ich habe beim Einsetzen auch ab und zu mal versehentlich den Button gedrückt und so die Wiedergabe gestartet. Das ist jetzt keine so große Sache, ist manchmal ein bisschen nervig. Man muss sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen, wie man die Beats Fit Pro einsetzt. Kommen wir zur Einrichtung und die ist eben Apple-typisch und dank Apple H1-Chip gewohnt einfach. Einfach Case neben das iPhone legen, Klappe öffnen und das Dialogfenster abwarten. Anschließend auf Verbinden klicken und fertig. Fortan kann man die Beats Fit Pro völlig unkompliziert auf allen Geräten mit derselben Apple-ID nutzen. Die Soundqualität, die ist sehr ähnlich wie bei den AirPods Pro. Wirklich sehr ähnlich, was auch am H1-Chip liegen mag. Es gibt eben den adaptiven Equalizer, der passt den Sound automatisch dem Sitz im Ohr an und wie der Klang eben dort ausgespielt wird. Im Grunde ist es bei dem Beats Fit Pro ein recht ausgewogener Klang, ein guter bis sehr guter Klang. Es gibt gute Bässe, die sogar etwas kräftiger als bei den AirPods Pro sind. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu brummig, aber auf jeden Fall knackig. Im Tiefbassbereich, da könnte es sogar noch ein bisschen tiefer runtergehen. Die Zeiten, wo Beats-Kopfhörer im Bassbereich alles überstrahlt haben, die sind definitiv vorbei. Die Höhen, die sind ähnlich wie bei den AirPods Pro, lassen ein klein wenig die Brillanz nach oben vermissen. Aber Apple hat bei den Klangeigenschaften definitiv im Laufe der Zeit am adaptiven Equalizer geschraubt. Die AirPods Pro, die klingen mittlerweile besser als bei der Veröffentlichung und die Beats Fit Pro sind auf einem Level mit den AirPods Pro, wenn nicht sogar ein klein wenig besser. Das Ganze ist wirklich eher ein ausgewogener Kopfhörer mit leichter Bassbetonung und minimal besserem Klang als die AirPods Pro. Die Beats Fit Pro unterstützen dank H1-Chip auch 3D-Audio und Dolby Atmos. Auch hier ist es so, es ist eine ähnliche Qualität wie bei den AirPods Pro, auch eine ähnliche Klangbühne. Aber nach meinem Gefühl ist es so, dass das 3D-Audio hier noch ein bisschen besser rüberkommt als bei den AirPods Pro. Vielleicht hat man das bei der Entwicklung der Kopfhörer schon ein bisschen mehr im Hinterkopf gehabt. Die Räumlichkeit, die ist noch ein Ticken räumlicher. Die Ortung von Objekten, die funktioniert noch ein bisschen besser als bei den AirPods Pro. Kommen wir zum Tragekomfort. Also erstmal, die sitzen gut und fest im Ohr. Die Flügel, die sind weich und biegsam. Die packt man eben unter so eine Ohrfalte, damit sie eben nicht mehr rausrutschen, beziehungsweise damit das Ganze mehr Halt gibt. Das ist natürlich gerade super für sportliche Aktivitäten, Laufen, Fitness, sonst irgendwie. Aber diese Flügel, die sorgen bei manchem eben auch für so ein bisschen Ohrenschmerzen, insbesondere bei längeren Tragesessions. Bei mir erstaunlicherweise eher nicht. Also mit den Flügeln hatte ich jetzt nicht so die Probleme. Ich spüre sie praktisch gar nicht. Aber diese Flügel sind eben nicht für jeden, das sollte man wissen. Ich habe da schon mehrere Erfahrungsberichte gelesen, zumal man sie eben nicht abmachen oder gegen eine andere Größe austauschen kann. Ich finde diese Flexi-Wings ja sehr positiv. Die sorgen für extra Halt, gerade auch bei Leuten, wo die AirPods Pro vielleicht immer rausrutschen. Mein Problem, das sind weniger die Flügel, eher diese klassische Silikonaufsatzbefestigung. Es ist immer dasselbe bei mir. Alle Kopfhörer mit dieser Befestigung verursachen mir bei längerem Tragen leichte Ohrenschmerzen, die stärker werden, je länger ich sie trage. Das war bei den Sony WH-1000 XM4 so, das ist bei den Beats Fit Pro so, das war bei mir bislang bei allen Kopfhörern dieser Art so. Diese Befestigung, die dringt einfach so ein klein bisschen mehr ins Ohr ein, auch wenn es nur ein ganz klein bisschen ist, als eben diese speziell designte AirPods Pro Eartip Halterung, die eben diesen Stummel nicht hat. Aber die Beats Fit Pro, die fühlen sich jetzt bei mir schon ein bisschen besser an als beispielsweise die Sony WH-1000 XM4 und auch viele andere in ihr Kopfhörer. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, bei längerem Tragen finde ich diese Kopfhörer nicht ganz so angenehm wie die AirPods Pro. Kommen wir zu den Telefoniequalitäten der Beats Fit Pro. Also die Beats Fit Pro, die bieten ähnlich wie die AirPods Pro Beamforming-Mikrofone. Sprich, Mikrofone, die speziell darauf ausgerichtet sind, eure Stimme aufzufangen. Das klappt in der Praxis auch ziemlich gut. Zudem werden Windgeräusche recht effizient eliminiert. Sogar etwas besser als bei den AirPods Pro. Die Qualität ist alles in allem relativ ähnlich wie bei den AirPods Pro. Vielleicht ein Ticken schlechter.
Kommen wir zur Akkulaufzeit. Bei aktiviertem Noise Cancelling sind das etwa 6 Stunden. Das sind etwa 1,5 Stunden mehr als bei den AirPods Pro. Hinzu kommen dann nochmal 3 volle Akkuladungen aus dem Case, also 18 Stunden zusätzlich. Das macht zusammen etwa 24 Stunden. Das ist in etwa so viel wie bei den AirPods Pro auch. Das Case wird, wie gesagt, per USB-C aufgeladen, nicht mit Lightning wie bei den AirPods Pro. Da muss jeder selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Praktisch ist, 5 Minuten Aufladen im Case verschaffen euch dank Fast Charging eine Stunde Musikgenuss, aber diese Art von Fast Charging findet ihr aktuell bei allen Kopfhörern dieser Art. Kommen wir zu meinem Fazit. Die Beats Fit Pro, die sind absolut empfehlenswert. Das ist eine wirklich tolle Alternative zu den AirPods Pro. Die Beats Fit Pro, die empfehlen sich natürlich insbesondere für Leute, die besseren Halt brauchen. Zum Beispiel beim Sport machen, Joggen, Fitness, was auch immer. Alles in allem muss man aber auch sagen, die Beats Fit Pro sind super ähnlich wie die AirPods Pro. Es gibt das gleiche Pairing-Prozedere, eine sehr, sehr ähnliche Soundqualität. Vielleicht ein Ticken besser, mit auch minimal besserer Räumlichkeit bei 3D Audio. Es gibt insgesamt ein ähnliches Klangbild, eine ähnliche Soundbühne mit minimal besseren Bässen. Es gibt besseren Halt dank den Flexi-Wings, dafür aber auch etwas unkomfortabler, insbesondere bei längerem Tragen. Es kann aber bei jedem anders sein, bei jedem Ohr anders sein. Ich habe Erfahrungsberichte gelesen von Leuten, die überhaupt keine Probleme hatten mit den Beats Fit Pro und die sogar angenehmer zu tragen fanden als die AirPods Pro. Ich kann das, wie gesagt, so nicht bestätigen. Das Noise Cancelling und der Transparenzmodus, die sind sehr ähnlich wie bei den AirPods Pro, natürlich. Außerdem gibt es eine ähnliche Qualität bei den Mikrofonen. Beim Telefonieren sind die Beats Fit Pro vielleicht ein Ticken schlechter. Dafür gibt es eine etwas bessere Akkulaufzeit bei dem Beats Fit Pro. Wie gesagt, 6 Stunden gegenüber den 4,5 Stunden bei den AirPods Pro. Aber dafür ist auch das Case wiederum ein bisschen größer. Der Preis ist mit 229 Euro ebenfalls relativ ähnlich. Der Preis geht auch in Ordnung. Viele andere True Wireless Kopfhörer, die kommen nicht an das Paket aus Soundqualität, Verarbeitungsqualität, Kompaktheit, Telefonierqualitäten, Tragekomfort und eben unkompliziertem Pairing über mehrere Apple-Geräte hinweg heran. Irgendwas davon stimmt bei den einzelnen Punkten bei anderen Kopfhörern häufig nicht. Hoffentlich kommen die Beats Fit Pro ohne die Rattlegate-Probleme der AirPods Pro daher. Wenn ich weiß, was Rattlegate ist, dem empfehle ich mein Video dazu. Das verlinke ich euch auch nochmal am Ende des Videos und unten in der Beschreibung. Alles in allem, zusammen mit den AirPods Pro sind die Beats Fit Pro für mich die aktuell besten True Wireless Kopfhörer für Besitzer von Apple-Geräten, aber auch für Android-User sind die Kopfhörer absolut empfehlenswert. Von AirPods Pro, da würde ich jetzt allerdings nicht upgraden, aber wer jetzt eben, genau jetzt, gute True Wireless Earbuds sucht, der kann bedenkenlos zugreifen. Ich persönlich werde sie wahrscheinlich nicht behalten, eben aufgrund des Tragekomforts und weil ich auch selbst sehr gespannt auf die AirPods Pro 2 bin, welche wohl im Herbst 2022 mit dem iPhone 14 kommen. Hier erwarte ich dann schon nochmal einen größeren Sprung, sowohl in Sachen Soundqualität als auch bei den Mikrofonen und der Qualität des Noise Cancelling. Vielleicht kommen die AirPods Pro 2 eben auch schon mit dem H2-Chip. Ja, das war es soweit von mir. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den Beats Fit Pro haltet. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin, euer Fabian.